Wir haben heute einmal mehr US-Arbeitsmarktdaten gesehen, die faktisch fake sind, die also nicht wirklich so sind, wie die Zahlen sie darstellen. Und diese gefakten Zahlen, wenn man so will, haben das Narrativ wieder befördert einer weichen Landung der US-Wirtschaft. Janet Yellen hat gesagt: Seht ihr, wir haben es heute doch bewiesen, dass wir eine weiche Landung der Wirtschaft haben. Aber auch das ist fake, denn das basiert auf Fake-Zahlen. Warum, wieso, weshalb wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Die US Arbeitsmarktdaten schienen ja auf den ersten Blick erstmal ziemlich gut zu sein. 216.000 Stellen, deutlich mehr als die 170.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote gefallen auf 3,7%. Die Stundenlöhne dagegen stärker gestiegen, liegt allerdings auch an den geringeren Wochenarbeitszeiten. However, also sieht erstmal sehr, sehr gut aus. Bis auf die Stundenlöhne, die gestiegen sind, war das eigentlich doch eine Stützung des Narrativs einer weichen Landung der Wirtschaft. Aber wenn man genauer hinschaut, dann zeigt sich, dass diese Daten überhaupt nicht gut waren. Dazu gleich mehr. Jedenfalls lag die Zahl 216.000 über der höchsten Schätzung der UBS mit 210.000, die Schätzungen insgesamt zwischen 145.000 und 210.000 geschwankt. Es ist also am oberen Ende reingekommen. Und würde man den offiziellen Zahlen glauben, dann sehen wir seit Oktober steigende Zahlen neuer Stellen und auch wieder steigender Stundenlöhne. Die Stundenlöhne glaube ich, die Zahlen neuer Stellen glaube ich nicht. Warum, wieso, weshalb, dazu gleich mehr. Aber zunächst mal hier der erste Wermutstropfen in diesen Zahlen. Wir haben wieder deutliche Abwärtsrevisionen bekommen für den Oktober und den November. Es werden ja immer die letzten beiden Vormonate revidiert. Oktober um 45.000, November um 26.000 Stellen nach unten revidiert. Und damit haben wir jetzt im letzten Jahr gesehen, dass von 11 Arbeitsmarktdaten 10 nach unten revidiert wurden, teilweise sehr deutlich nach unten revidiert worden sind. Und wahrscheinlich wird die heute veröffentlichte Zahl aus dem Dezember auch noch nach unten revidiert bei den nächsten Zahlen. Ein weiterer Wermutstropfen: Wir sehen einen deutlichen Rückgang bei den Temporary Jobs. Das sind Zeitarbeitsjobs und das ist so eine Art Frühindikator, wie so meine Wirtschaft steht. Gucke auf die Zeitarbeit, dann weißt du, was kommen wird. Wenn Zeitarbeitsstellen abgebaut werden, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und wenn wir uns insgesamt mal anschauen, was da, wie es um die Qualität dieser vermeintlichen neuen Stellen aussieht, dann sehen wir, wir haben jetzt im Dezember 1,5 Millionen Vollzeitstellen verloren, dagegen 726.000 Teilzeitstellen hinzugefügt. Gewonnen. Multiple Job Holders, also Leute, die mindestens zwei Jobs haben, sind auf ein Allzeithoch gestiegen von 8,56 Millionen. Insgesamt sind seit Juni über 3 Millionen Jobs, Vollzeitjobs verloren gegangen. Und das ist eine sehr, sehr schlechte Nachricht auch für die beiden Administrationen. Und was wirklich die Zahlen nach oben treibt, das sind vor allem die Government Employment Jobs, also praktisch Regierungsstellen, Staatsstellen. Die sind auch im Dezember haben sie fast ein oder haben sie ein Viertel ausgemacht mit 52.000 neuen Stellen. Und insgesamt haben wir jetzt in jedem Monat 56.000 Stellen hinzugewonnen, die Regierungsstellen waren. Das sind also nicht Stellen innerhalb der freien Wirtschaft. Insgesamt sehen wir, dass Stellen vor allem in solchen Sektoren wie Government und vor allem Gastgewerbe entstehen, also normalerweise Healthcare, normalerweise Stellen, die jetzt nicht so wirklich gut bezahlt sind. Aber einer der ganz großen Widersprüche ist das, was die Non-Farm Payrolls ausweisen, die sogenannte Zahl, die also ermittelt wird durch Anfragen an Firmen und den sogenannten Household Survey. Das sind also praktisch Umfragen, die telefonisch gemacht werden. Und laut Household Survey sind in diesem Dezember 683.000 Stellen weggefallen, während die offizielle Zahl neuer Stellen bei 216.000 liegt. Das ist einfach eine andere Ermittlungsform der Zahlen. Aber wir sehen, dass diese Household Employment
Household Survey, das fließt in die Berechnung der Arbeitslosenquote ein, also diese 3,7%, während der Establishment Survey, also diese Anfrage an Firmen, wie schaut es denn aus, eben für die Zahl neuer Stellen hergenommen wird. Aber diese Household Survey hat jetzt den größten Rückgang seit April 2020 erfahren. Also irgendwie widersprechen sich die Daten und klaffen immer weiter auseinander. Und wenn man das zusammenfasst, wie Kobe Iseletter hier das tut, dann sehen wir, dass jetzt durch diese Revisionen alleine ein Viertel aller ursprünglich gemeldeten Jobs gar nicht der Fall waren, sondern nachträglich wieder verschwunden sind, dass eben die Teilzeitstellen deutlich zunehmen, während 3 Millionen Teilzeitstellen seit Juni verschwunden sind. Wir sehen so viele schwache Dinge in diesen Zahlen, wenn wir sie sehen wollen. Wenn wir also genauer hingucken, dazu kommt noch etwas anderes, nämlich das sogenannte Birth-Death-Model. Das ist eine Art Märchenerzählung von Statistikern, die davon ausgehen, naja, wir schätzen mal, wie viele neue Stellen entstanden sind durch neue Firmen, die gegründet wurden, und schätzen, wie viele Stellen verloren gegangen sind durch Firmen, die pleite gegangen sind. Es gibt null Datengrundlage für diese Zahlen. Es ist einfach eine Schätzung so aus der hohlen Hand heraus. Und wie David Rosenberg gleich zeigen wird, sind 40% aller neuen Stellen nur durch dieses Birth-Death-Model entstanden. Es sind also reine Phantomstellen, die gar nicht existieren, die faktisch nie wahrscheinlich auch existiert haben. Dennoch hat Janet Yellen dann heute erklärt, ja, wir haben es geschafft, wir haben ein Soft Landing erreicht, und natürlich hat die Biden-Administration jedes Motiv, den Arbeitsmarkt gut dastehen zu lassen, den Leuten zu suggerieren, wir haben doch eine tolle Wirtschaft, Soft Landing und Arbeitsmarkt brummt und so weiter und so fort. Allein ist es leider nicht der Fall. Die Amerikaner haben es geschafft, hat sie gesagt. Sie gehen jeden Tag zur Arbeit und gründen neue Firmen. Und das alles habe auch viel mit Joe Biden zu tun. Das zumindest ist die Erzählung der Biden-Administration. Warum aber ist Biden dann so unpopulär in den USA? Das passt ja nicht so ganz zusammen. Und dann auch noch als zuverlässiger Kontraindikator Jim Cramer. Nichts ist schlecht an diesem Jobs Report. Naja, ich hatte vorhin gezeigt, dass da doch einiges schlecht ist. It's a great economy. Und also hier wird das sozusagen von solchen Klakören wie Jim Cramer dann gefeiert. David Rosenberg weist nochmal auf diese Birth-Death-Geschichte hin, die allein im über 40% dieser Phantomstellen geschaffen hat angeblich. Also es ist schwierig zu erklären, warum dann, wenn die Wirtschaft wirklich so brummen würde, warum die Zustimmungsraten für Joe Biden so schlecht sind. Die Bank of America hat heute gesagt, also das ist ganz selten, dass bei so einer geringen Arbeitslosigkeit die Zustimmung zu einem Präsidenten so gering ist wie jetzt bei Joe Biden. Joe Biden selber hat sich dann geäußert und sagt, ja, starke Jobsdaten und die Inflation geht zurück auf 2%, aber die Leute scheinen zu kapieren, dass ihnen da ein bisschen etwas vorgegaukelt wird, dass die Realität anders aussieht als die Statistik. Und das wurde dann auch noch mal deutlich durch den ISM-Dienstleistung, der heute dann um 16 Uhr kam, wirklich miserabel mit 50,6, eigentlich erwartet 52,5, noch knapp wachsend, alles über 50 ist Wachstum, aber gucken Sie mal auf die Prices Paid, nach wie vor deutlich wachsend mit 57,4, das heißt, wir haben weiter steigende Preise. Employment aber im Dienstleistungssektor ist abgestürzt auf 43,3. Das ist ein ziemlicher Katastrophenwert. Das heißt, im Dienstleistungssektor fallen Jobs weg im Vergleich zum Vormonat. Und das war der größte Rückgang jetzt seit Juli 2020 im Bereich Employment innerhalb dieses ISM-Index Dienstleistung. Und die Dienstleistung ist ja das, was in den USA die Wirtschaft oben gehalten hat. Wir haben in der Industrie ja schon seit fast 2 Jahren, auch in den USA, eine Rezession, eine Schrumpfung. Monat für Monat geht es da weiter bergab. Nur der Dienstleistungssektor hat das Ganze getragen. Von dort ist auch die Inflation gekommen. Jetzt sehen wir allerdings diese Abschwächung offenkundig auch im Dienstleistungssektor. Und das heißt, da ist ein Eisberg voraus. Und dieser Eisberg, der heißt Rezession. Ganz im Gegensatz zu dem, was uns Janet Yellen weismachen will, dass die Amerikaner wirklich eine weiche Landung der Wirtschaft erreicht haben. Nach diesem ISM-Index übrigens sind die Erwartungen für eine Zinssenkung der Fed
im März wieder deutlich gestiegen auf 70%. Nach den US-Arbeitsmarktdaten 14.30 war die Wahrscheinlichkeit auf 50% gefallen. Also 50-50 Chance, dass die Fed dann im März die Zinsen schon senken wird. Danach ist sie wieder nach oben geschnellt und das hat die Wall Street gefreut, weil man sich sagte, hurra, schlechte Daten, dann werden ja die Zinsen sinken. Deswegen dann diese Rallye, die wir zwischenzeitlich gesehen haben, die dann ein bisschen wieder verpufft ist später. Aber schauen wir uns mal hier diese überragende Zahl an Soft Landing Artikeln an, und jedes Mal, wenn das nach oben schießt, wenn sich das irgendwie gut anfühlt, dann kommt kurz danach eine Rezession. Das war 2000 so, das war kurz vor der Finanzkrise so und das wird sehr wahrscheinlich auch diesmal so sein, auch weil die Zinsen eben wirken mit einiger Verspätung. Es dauert, bis diese Zinsentwicklung sich dann durchfrisst durch System. Und wenn wir hier mal die Entwicklung der 10-jährigen US-Anleiherendite uns anschauen, die wieder im Bereich der 4% angelangt ist, dann sehen wir, zunächst sind die Renditen gestiegen nach den vermeintlich stärkeren US-Arbeitsmarktdaten. Aktienmärkte gefallen, spiegelverkehrt. Dann fielen die Anleiherenditen nach dem schwachen ISM-Index, Aktienmärkte gestiegen. Und dann aber wieder jetzt dieser Anstieg der Renditen und wir sehen die Rallye, naja, weitgehend verpufft. Nicht so viel Änderung jetzt insgesamt bisher bei dem heutigen Handelstag an der Wall Street. Aber dass wir eine Erholung sehen, hatte ich heute früh schon angedeutet oder deutete sich durch die Indikatoren an. Wir waren im kurzen Zeitfenster ziemlich überverkauft und hatten positive Divergenzen etwa oben beim RSI. Und so sehen wir dann diese Erholung oder haben diese Erholung gesehen. Aber achten Sie mal besonders auf die sogenannten Junk Bonds, die High Yield Bonds. Die werden abverkauft. Hier steigen also die Renditen, die Risikoprämien. Das ist sozusagen die Achillesferse, ein Frühindikator, ein, wie soll man sagen, die Fieberkurve faktisch der wirtschaftlichen Lage in den USA. Denn wer hier Junkbonds kauft, der muss sehr genau auf die Risiken achten. Was ist, wenn ich Unternehmensanleihen kaufe, mindere Bonität, das sind diese Junkbonds, wenn mir die dann platzen, weil die Firma pleite geht, aufgrund zum Beispiel einer Rezession. Hier haben wir also diesen deutlichen Anstieg jetzt gesehen, zuletzt eben auch bei den Risikoprämien für Junkbonds. Und wir hatten auch Inflationsdaten aus der Eurozone. Ist gestiegen von November auf Dezember von 2,4 auf 2,9%. Das hatte ein paar Sondereffekte auch teilweise. Dennoch dürfte die EZB aufgrund dieser Entwicklung, die vor allem in Deutschland ja erkennbar ist, da wird im Januar ein regelrechter Inflationsschub nochmal erfolgen, dürfte die EZB Schwierigkeiten haben, die Zinsen zu senken, obwohl die Wirtschaft ja viel, viel schwächer ist in der Eurozone als in den USA. Und so sagt Jörg Krämer, also liebe EZB, aufgrund vor allem der Löhne, der steigenden Löhne und eben der Entwicklung der Inflation in Deutschland, die jetzt im Januar kommen wird, sollte die EZB nicht einknicken und die Zinsen senken, wie die Märkte bereits ab April erwarten. Also Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, sagt nicht einknicken, aber die Commerzbank selbst hat heute eine Analyse herausgegeben mit Frühindikatoren zur deutschen Wirtschaft, Early Bird genannt, der frühe Vogel. Und hier warnt man, dass hier die Dinge sich wieder deutlich verschlechtert haben in Deutschland und dementsprechend keine schnelle Erholung der Wirtschaft in Deutschland zu erwarten sei. Also das widerspricht sich ein bisschen. Wenn jemand Gründe hat, die Zinsen zu senken, dann ist es vor allem die EZB, aber auch die Fed dürfte, wenn die Dinge sich gerade im Dienstleistungssektor bestätigen, hier früher oder später doch zur Tat schreiten. Und die Frage ist, ist das dann wirklich eine gute Nachricht für die Aktienmärkte? Denn wenn die Fed Gründe hat, die Zinsen zu senken, weil eine Rezession kommt, dann ist das keine gute Nachricht auch für die Wall Street. Schauen wir uns aber mal diese Meldung an, die für mich ein echter Paukenschlag war heute. Schattenbankengigant Zhongzhi ist bankrott. Das ist ein riesiges Unternehmen gewesen. In China sind Schattenbanken deshalb wichtig, weil viele Unternehmen von offiziellen großen Banken gar keine Kredite bekommen, also müssen sie zu solchen Schattenbanken. Da haben viele vermögende Chinesen Gelder angelegt mit Renditeversprechen. Jetzt sind diese Gelder wohl futsch. Das dürfte die Stimmung in China weiter verschlechtern. Absolut interessant, was da passiert ist. Eine Folge der Immobilienkrise in China. Erste Empfehlung, die ich Ihnen als Artikel
ans Herz legen möchte. Und die zweite Empfehlung ist nochmal der letzte Aufruf hier zu dem Webinar mit André Stacke und meiner Wenigkeit. Sonntag um 19 Uhr, also Sonntagabend. Und Sie können sich einfach anmelden mit einem Link, den ich Ihnen unter das Video packe. Da brauchen Sie nur den Namen eingeben und die E-Mail-Adresse. Da bekommen Sie dann diesen Link zugeschickt, weil Sie ja Ihre E-Mail-Adresse angegeben haben. Können sich dann einloggen in dieses Webinar ab 19 Uhr am Sonntag. Also letzter Aufruf, meine Damen und Herren, dabei sein. Wir werden besprechen, wie das Jahr verlaufen wird, was uns die ersten Handelstage zu sagen haben hier über dieses Jahr. Also dieser Artikel über Shangji, die Schattenbankpleite und das Webinar mit André Stacke. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Sonntag, hoffe ich. Bis dann, ciao.